Wir hören jetzt etwas über Wikidata, freie Daten für Mensch und Maschine von Daniel Kinzler und Lydia Pinscher. Daniel Kinzler hat als Wikipedia-Editor angefangen, hat seit 2005 zur Arbeit an der MediaWiki-Software selber beigetragen und 2008 ein Diplom in Informatik erworben und ist neben seiner Arbeit in Wikimedia auch im Bereich Datenextraktion und semantische Integration tätig und seit 2012 ist er Chefentwickler des Wikidata-Projekts. Ist er jetzt gar nicht hier? Daniel sitzt ja, da. Okay, da kommt er vielleicht noch. Sie, Frau Pinscher, sind studierte Informatikerin von der Universität Karlsruhe und seit vielen Jahren in verschiedenen freien Softwareprojekten tätig. Sie sind zudem für die Community-Kommunikation rund um Wikidata bei Wikimedia Deutschland e.V. verantwortlich und wir sind jetzt sehr gespannt, um jetzt zu hören, was sozusagen eigentlich im Kern von Wikidata passiert, wenn wir das jetzt dann hören. Vielen Dank. Genau, jetzt nah am Ende der Veranstaltung kommen wir auch zu dem Projekt, dessen Namen die Veranstaltung trägt, Wikidata. Meine beiden Kollegen, Daniel Kinzler, Danny Franicic, sitzen da, um dann vielleicht auch noch ein paar Fragen zu beantworten. Aber erstmal zur Erklärung, worum es bei Wikidata eigentlich geht und warum wir das alles machen. Stell dir eine Welt vor, in der jeder Mensch, jeder einzelne Mensch frei an der Summe allen Wissens teilhaben kann. Das ist die Vision, auf die Wikimedia als Bewegung hinarbeiten will. Wir tun das mit verschiedenen Projekten. Das bekannteste und größte davon, Wikipedia. Wikipedia gibt es mittlerweile in 286 Sprachen. In diesen Sprachen gibt es insgesamt über 24 Millionen Artikel. Jede Stunde erhalten diese Artikel über 20 Millionen Views. Das sind alles recht beeindruckende Zahlen. Aber wie wir hier hin und wieder auch schon in der ganzen Veranstaltung gehört haben, ist nicht alles rosig rund um Wikipedia. Es gibt verschiedene Probleme, angefangen zum Beispiel dabei, dass unheimlich viel Handarbeit investiert werden muss. Wir haben das jetzt gerade von den zwei Kollegen gehört. Die Arbeit, die sie tun mussten und im Laufe ihrer Arbeit an Wikipedia tun, ist unheimlich viel Handarbeit involviert. Handarbeit, die nicht immer notwendig sein sollte. Ein weiteres Problem, über die 286 Sprachversionen findet nur wenig Synchronisation und Austausch statt. Das heißt, es ist überhaupt nicht unüblich, dass es bestimmte Daten in der einen Version gibt, die in der anderen nicht verfügbar sind oder Daten, die sich widersprechen, obwohl sie sich nicht widersprechen müssten und so weiter. Um das mal vielleicht noch ein bisschen zu illustrieren, das ist eine Karte mit geogetaggten Artikeln in der englischsprachigen Wikipedia. Wenn man sieht, die Welt ist relativ gut abgedeckt und wenn man jetzt dieselbe Karte für die italienische Wikipedia anguckt, dann sieht das doch schon weniger toll aus. Und wenn man sich Türkisch anguckt, das heißt aber auch, dass Menschen, die nur Türkisch sprechen zum Beispiel, nicht Zugriff auf eine ganze Menge Informationen haben, auf die sie vielleicht Zugriff haben sollten. Und das letzte größere Problem, das auch schon zur Sprache kam, es ist unheimlich schwierig, diese Daten, diese Unmenge an Wissen, die in Wikipedia-Artikeln steckt, maschinenlesbar zu machen und zu verwenden. Für die Karte, die meine Kollegen erstellt haben, waren viele, viele Stunden von Freiwilligen an Handarbeit notwendig, um einfach nur die Daten aus den Artikeln und aus anderen Quellen zusammenzufügen und in ein Format zu bringen, das dann verwendet werden konnte, um die Karte zu erstellen. Für diese Probleme arbeiten wir an verschiedenen Lösungen. Eine davon heißt Wikidata.
Wikidata soll eine Datenbank des Wissens der Welt sein, die jeder editieren kann. Der aktuelle Stand von Wikidata sieht zum Beispiel so aus. Das ist eine Seite mit Informationen zu Ada Lovelace. Da haben wir also so Sachen wie, wer ihr Vater ist, wo sie gestorben ist oder andere Namen, unter denen sie bekannt ist und so weiter. Wikidata ist ein relativ junges Projekt, das ist ein Anfang und es entwickelt sich rasend schnell gerade. Aktuell ist das leider noch nicht möglich, aber das ist ein Mockup, wie zum Beispiel eine Seite in Wikidata zu einem Kastell aussehen könnte. Mit ein paar möglichen Datensätzen, viel, viel mehr ist möglich. Wir haben da hier zum Beispiel eben, wo es liegt, zu welchem Teil des Limes es gehört und so weiter. Und natürlich hier unten Links zu den Wikipedia-Artikeln zu diesem Kastell. Wikidata muss mit der Komplexität der Welt umgehen, weil es für alle Wikipedien und auch darüber hinaus als Wissensbasis da sein will. Wir versuchen, diese Komplexität Herr zu werden mit einem relativ flexiblen Datenmodell. Und das ist mal eine Illustration dessen. Hier haben wir zum Beispiel Berlin mit einer Angabe zur Bevölkerungszahl 3.500.000. Mit der Bevölkerungszahl 3.500.000 an sich, da kann unheimlich viel dahinter stecken. Was wir in Wikidata erlauben, dann ist zu sagen, okay, diese Zahl stammt aus diesem Jahr, wurde in dem Fall durch Schätzung ermittelt und wir haben das aus dieser Quelle, zum Beispiel Statistisches Bundesamt oder sowas. Gleichzeitig erlauben wir es, ganz viele, notfalls auch unterschiedliche Werte zur Bevölkerung in diesem Fall anzugeben. Einfach weil Wikipedia eben und damit Wikidata mit der Komplexität der Welt umgehen muss. Das sind so ein paar Beispiele an Sachen, die aktuell die Community schon entschieden hat, dass man sie eintragen kann. Also chemische Formeln für bestimmte Stoffe, eine Host Galaxy für Planeten zum Beispiel oder Sprachfamilie, zu der eine bestimmte Sprache gehört. Oder auch so Sachen wie ISBNs und FIAF Identifier. Sie sind gerade dabei, diese Sachen zu erweitern und die Datenbasis zu füllen damit. Aktuell kann man verschiedene Datentypen schon angeben. Das sind Item, das heißt, das kann ich zum Beispiel verwenden, um zu sagen, dass eine bestimmte Person Vater von einer anderen Person ist. Ich kann auf Mediadateien auf Wikimedia Commons verlinken, um eben zum Beispiel für eine bestimmte Person ein Bild anzugeben oder für einen Komponisten eine Aufnahme seines berühmtesten Werkes oder so. Und ich kann Strings angeben, also zum Beispiel wird das genutzt, um ISBN-Nummern, ISBNs zu speichern oder die chemischen Formeln werden auch so gelöst und so weiter. Da Wikidata in aktiver Entwicklung ist, arbeiten wir natürlich auch noch an mehr. Wir arbeiten aktuell an Number, Time, Geo-Coordinate und UI, was natürlich dann für so Sachen wie Forschungsdaten zum Limes notwendig und sehr interessant ist. Wenn diese Daten dann in Wikidata sind, können sowohl die Wikipedien
als auch Drittanbieter oder wer auch immer, auf diese Daten zugreifen und diese verwenden. Was den Vorteil hat natürlich, dass wenn eine Korrektur zum Beispiel für ein bestimmtes Datum in Wikidata eingetragen werden kann, es in allen Sprachversionen der Wikipedia verfügbar ist. Ein bisschen was zum Projekt. Das Projekt ist jetzt seit 4,5 Monaten online. Wir haben fast 5000 aktive Nutzer allein im letzten Monat. Wir haben 6,5 Millionen Datensätze, worüber wir sehr glücklich sind. Die spannende Frage für uns ist natürlich jetzt, was machen andere darauf aufbauend? Natürlich ist uns Wikipedia liegt uns sehr am Herzen, aber natürlich hört es da nicht auf. Und bisher haben zum Beispiel verschiedene Leute schon das da gemacht. Das ist ein Prototyp eines Stammbaum-Views sozusagen, der Daten aus Wikidata nimmt und diese als Stammbaum darstellt für bestimmte Personen. Oder wir haben sowas, genannt Reasonator, der Daten zu einer Person hübsch darstellt. Also zum Beispiel hier Johann Sebastian Bach mit Bild, seinen Werken, seinen Wikipedia-Artikeln und so weiter. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist natürlich, dass wir auch gern mit Institutionen, mit Wissenschaftlern und so weiter zusammenarbeiten würden, um diese Datenbasis zu füllen und um diese Wikipedia und der Welt zur Verfügung zu stellen. Und an dieser Stelle sehe ich vor allem Sie alle. Ich hoffe, dass wir darüber im Laufe des Tages noch weiter reden können. Mehr Informationen zum Projekt finden Sie auf wikidata.org. Das ist auch die Seite, wo Sie die Daten finden. Wir sind auf Twitter und wir haben eine Mailingliste. Vielen Dank. Okay, vielen Dank dafür. Sind da Fragen aus der Runde? Technische Fragen? Rasmus? Ja, also was mich interessiert, gibt es da irgendwelche Anknüpfungspunkte, wo ich jetzt nur mit gearbeitet mal habe, war DBpedia oder sowas, ist das aus der gleichen Feder? Weißt du? DBpedia ist ein Projekt zur Extraktion von Daten aus Wikipedia. Das ist explizit nicht unser Ziel. Wir extrahieren keinerlei Daten aus den Wikipedien, sondern wir bieten ein eigenes Projekt an, wo man die Daten eintragen kann. Insofern sind wir ein eigenständiges Projekt und haben nichts mit DBpedia zu tun. Was DBpedia natürlich geleistet hat und worauf wir aufbauen, ist zu zeigen, was man mit strukturierten Daten alles leisten kann. Und insofern sind wir DBpedia dankbar, weil wir eben weil da eben schon Motivation aufgebaut wurde für Wikidata, dass es überhaupt uns geben kann. Aber von der Struktur und des Aufbau des Projektes sind wir völlig unterschiedlich. Man kann es vielleicht vereinfacht so darstellen, dass wir eigentlich genau das Entgegengesetzte tun. DBpedia holt die Daten aus den Infoboxen raus, wir wollen sie reinbringen. Ich möchte es zur Gelegenheit nehmen, nochmal auf eigentlich den wesentlichen Aspekt unseres Datenmodells einzugehen. Das Datenmodell, das von Wikidata verwendet wird, modelliert keine Fakten, sondern versucht wiederzugeben, wer was wann worüber behauptet hat. Das ist ein grundsätzlich anderes Modell, als das in den meisten Fällen von Semantic Web Anwendungen von Linked Open Data verwendet wird. Und es ist insofern auch anders als das, was man in DBpedia findet. Ich hoffe und denke, dass DBpedia Wikidata in Zukunft auch als Quelle verwenden wird. Und die Leistung von DBpedia also besteht jetzt schon in Bezug auf Wikipedia darin und wird dann in Bezug auf Wikidata darin bestehen, eine Projektion zu bieten, die sozusagen das doch etwas schwammige und widerspruchsträchtige Wissen der Menschheit so in eine Form zu bringen, die halt für
Computer besser zu verarbeiten ist, um eben sowas wie Reasoning darauf machen zu können. Ich glaube, es ist tatsächlich sehr wichtig zu verstehen, dass Wikidata nicht versucht, das zu tun. Wir versuchen eben nicht festzuhalten, was wahr ist, sondern tatsächlich die gesamte Diversität mit all den Widersprüchen und all den Ungenauigkeiten zu dokumentieren. Zu den Kategorien hätte ich eine Frage. Also Sie haben natürlich am Anfang die Kategorien gezeigt. Das waren so universell Kategorien wie periodische System oder so. Das ist etwas, das sich nur sehr selten ändert. Aber auch Video oder so ist das, da kann man eine sehr lange Liste von Videos aufführen, die sich dann auch jeden Tag erweitern lässt. Aber das sind immer noch, auch mit Sprachfamilien oder so, sind das Kategorien, die universell sind. Was ist eben mit sowas wie Limes oder so, wo man wenn man zum Beispiel diese Koordinaten für ein Limes Standort aufzeichnen wollte, ist es eine Möglichkeit, Limes sozusagen als Kategorie einzugeben, wo man dann also diese einzelnen Daten dann abfragt und das dann nutzt, um die entsprechenden Wikipedia-Artikel in anderen Sprachen dann auch nachzubessern. Das wäre der Punkt. Also wenn wir hier zum Beispiel diesen Mockup eines möglichen Items für ein Kastell hernehmen, dann steht da die geografische Lage mit den Koordinaten drin. Diese würde allen Sprachversionen zur Verfügung stehen. Aber wo ist das, wie komme ich denn darauf? Ah, okay. Es wird eine bestimmte Syntax geben, mit denen ich in dem Wikipedia-Artikel die geografische Koordinate für diese Seite abfragen kann. In dem Fall eben das Kastell Saalburg. Gut, ich bin Japaner und wir haben eine ganz dürftige Seite zu Limes. Und ich will die ein bisschen nachbessern. Und ich will jetzt auf diese Sache hier rauf. Das ist der Punkt. Jetzt gibt es dann eine Kategorie Limes, die ich anzapfen kann und von da aus jetzt an diese Daten rankomme? Ja, okay. Also wenn es um die Abfrage sozusagen ganzer Datensätze geht, das ist, darauf arbeiten wir hin, aber das ist eine zukünftige Phase des Projektes, das geht aktuell noch nicht. Es geht, was aktuell oder was in hoffentlich ein paar Tagen geht, ist, dass man auf bestimmte Datensätze zugreifen kann. Beantwortet das Ihre Frage? Ja, ich glaube, vielleicht Daniel negativ, will was sagen. Also dass es nicht geht. Kategorien gibt es in dem Sinne nicht in Wikidata. Es gibt Beziehungen zwischen Dingen. Und wenn ich als Beziehung angebe, ist Teil des Limes, dann kann ich die auch abfragen oder werde ich abfragen können. Die Abfrageschnittstelle ist noch nicht da, aber die werden wir in ein paar Monaten haben. Und dann wird es auch die Möglichkeit geben, zum Beispiel eine Liste aller Kastelle automatisch zu generieren, inklusive der entweder wahlweise der historischen oder der lokalen Namen und dergleichen. Liste der Attribute, die Sie da gesehen haben, können die Benutzer, also auch Sie selber, erweitern. Das heißt, wenn da etwas fehlt, es ist nicht so, dass Sie jetzt auf die Entwickler warten müssen, bis wir das eingefügt haben. Die Liste ist komplett generiert von den Benutzern auch. Und die Benutzer müssen halt miteinander diskutieren, was sie denn für sinnvoll erhalten oder nicht. Was wir als Beispiel haben für den Limes ist zum Beispiel die Nummer des Kastells laut dem, wie heißt nochmal dieses ODL oder nach dem URL zum Beispiel. Und das wäre jetzt zum Beispiel kein Attribut, was wir als Entwickler in irgendeiner Weise vorhersehen können oder möchten. Aber die Benutzer können dann sagen, okay, wir möchten ein Attribut namens URL.
Das zeigt dann auf eine Zahl und das Kastell hier hat das URL 11, das nächste Kastell ist die 12 und so weiter und so fort. Aber dieser Attribut hinzuzufügen, geht vollständig autonom von der Community aus. So, dann ist hier mein Zeichen rot. Dann gehe ich mal auf die ganz praktische Frage ein, die gestellt wurde. Jemand ist in der japanischen Wikipedia, hat einen japanischen Kastell-Artikel und möchte wissen, wie kann er den anhand der Informationen, die wir in der Wikipedia schon haben, verbessern. Das ist ganz einfach. Wenn alles richtig gemacht wurde, wird man an der linken Seite einen Link genau auf diese Seite, die wir da vorne sehen, finden. Und dort findet man dann hoffentlich in Zukunft noch weitaus mehr Informationen als die, die jetzt schon dort dargeboten werden. Und vor allem findet man ganz unten, das sieht man jetzt nur noch drunter gequetscht, die Verweise auf die anderen Sprachversionen, unter anderem auch auf dem deutschen Wikipedia-Artikel. Man kann sich also über verschiedene Querverbindungen auf jeden Fall zu immer mehr und immer weiteren Informationen vorarbeiten. Und wenn ich Wikidata richtig verstanden habe, um noch einen anderen Aspekt in Diskussion zu bringen, ist dieses ganze Projekt nicht nur darauf ausgerichtet, um Wikipedia weiterzuhelfen oder überhaupt Wikimedia-Projekten, sondern es ist ein Datenspeicher, der auch von allen möglichen anderen Personen oder Institutionen für ihre Datensammlungen verwendet werden kann, wenn die das in der Form machen möchten. Genau. Also es gibt eine API, mit der diese Daten auch von Drittanbietern und so weiter abgefragt werden können, beziehungsweise auch neue Daten eingespielt werden. Von daher, ja, es ist ein offenes Projekt und wir hoffen, dass die Daten in vielen Stellen Verwendung finden. Ich wollte auch noch was zu der Limes-Karte sagen, die noch gar nicht angesprochen worden ist. Also ich fand es sehr interessant, mal zu sehen, auch global, wie sich die Limes, also wie sich die Grenzlinien entwickeln. Es ist ja nicht der Limes, sondern es ist ja die Grenzlinien, auch RIPA, die Flussgrenzen. Sehr, sehr interessant. Vor allem, wenn man das jetzt noch mal ein bisschen in die Spätantike erweitert, ist das erste, 2., 3. Jahrhundert sehr gut ausgebaut. Das 4. Jahrhundert kann man noch ein bisschen was verbessern, aber wirklich sehr, sehr gut, auch jetzt mal aus wissenschaftlicher Sicht sehr gut. Und mein Angebot ist es jetzt mal, zum Datenaustausch beizutragen, und zwar, dass ich an einem der Wikipedianer in Absentia hier dann vielleicht die Publikation der Deutschen Limes-Kommission umsonst zuschicke, um halt auch den aktuellen Forschungsstand immer an den, also den analogen Forschungsstand an digitale Multiplikatoren weiterzuleiten sozusagen. Und ich denke, wer auch generell im Kreise hier Interesse hat, unser Limes-Heft zu abonnieren, kann das gerne machen. Es kostet kein Geld, nur eine E-Mail an mich, und ich würde halt dann ein Exemplar unserer Monographien, die ansonsten verkauft werden, dann auch an die verantwortlichen Limes-Autoren weiterleiten, damit wir hier auch garantiert immer die aktuellsten Forschungen haben und die Kollegen nicht in die Bibliothek laufen müssen. Da unser Hartmann ist leider gerade im Moment nicht da, aber ich wage jetzt mal in seinem Namen zu sagen, er kniet gerade nieder und dankt für genau das, was wir uns immer wieder erhoffen, diesen Input, den wir brauchen für unsere Arbeit, und das nehmen wir natürlich unglaublich gerne an. Und auch mit der Karte, das haben Sie wieder absolut richtig gesehen, an einigen Stellen stockt es noch mehr als an anderen Stellen, aber es ist Work in Progress. Und da komme ich jetzt auch nochmal ganz kurz auf das, was ich davor gesagt habe, zurück. Es ist nicht zwingend erforderlich, dass man schon in der Wikipedia einen Artikel hat, um Daten bei Wikidata ablegen zu können. Wir haben jetzt im Zug dieses Kartenprojektes schon Daten bei Wikidata abgelegt, wo es noch keinen Wikipedia-Artikel in überhaupt keiner Sprache gibt. Also man kann dort auch Daten speichern, bunkern, wie auch immer man es nennen möchte, die in der Wikipedia noch überhaupt gar nicht vorkommen oder an den Schwesterprojekten. Und mit Ihnen, Herr Henrich, werden wir uns dann einfach noch mal kurz schließen. Ja, ich würde jetzt ganz gerne sozusagen aus der Detaildiskussion langsam rauskommen. Vielen Dank für das Angebot, Herr Henrich. Wir brauchen aber auch euren digitalen Input irgendwann.
Aber generell fand ich die Hinweise zum Datenmodell auch sinnvoll, weil das genau der Punkt ist, nicht? Also Datenmodelle sind keine isolierten informatischen Konstrukte, sondern in gewisser Weise gesellschaftlich verankert, also in der Art und Weise verankert, wie wir über Wissen überhaupt denken. Und das hat beides extrem viel miteinander zu tun. Insofern muss man sozusagen, das haben Sie auch wunderbar gemacht, das Datenmodell erklären, rechtfertigen, dann wird man sehen, dass das Datenmodell, das Sie beschrieben haben, im Grunde eines ist, das sagt, sozusagen jedes Wissen oder jeder Akt des Wissenserwerbs erzeugt sozusagen eine Instanz von etwas, dem wir uns, wie wir das schon seit Kant wissen, eigentlich gar nicht wirklich hundertprozentig authentisch nähern können. Das heißt, jeder produziert seine eigenen Versionen von etwas und dann versuchen wir uns darüber am Ende zu unterhalten. Und das sollten wir auch bei der Abschlussdiskussion, zu der wir dann nach der Wortmeldung von Herrn Best nach einer weiteren Kaffeepause übergehen, im Blick behalten. Okay, dann mache ich es für den Kaffee schnell. Ich denke, das Entscheidende für Wikidata ist auch das, was Daniel gesagt hat, ist ja eben, dass in der Unsicherheit der Erkenntnis, des voranschreitenden Erkenntnis, wie wir heute Morgen gesehen haben mit Pelagius und so, werden Datenwelten geschaffen. Und die Idee von Wikidata ist natürlich auch, diese Datenwelten zusammenzubringen und quasi dann auch wieder ausspielen zu können. Ob das dann ausgespielt wird in die Wikipedia oder ob daraus dann andere wissenschaftliche oder auch populärwissenschaftliche oder sogar einfach edukative Ergebnisse rauskommen, Anwendungen rauskommen, ist das ist ja dann, was danach kommen kann. Die Frage ist eben nur, wie kann man eben diesen Anspruch an Qualität in der Unsicherheit des voranschreitenden Wissens kreieren? Und ich glaube, das ist einfach dann auch einer der Punkte, wo die Wikimedia mit ihren Projekten in Zukunft auch stehen muss, um über die Wikipedia hinauszuwachsen.